Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Testen-Video von mir. Ich bin Exons und in diesem Video zeige ich euch, was man mit dem Himmelsbrenner Kommando Leuchtbarke anfangen kann. Nun, den kann man auf dem Grabschiff einsetzen und von da bekommt man den nämlich auch. Die Kabalgegner auf dem Grabschiff können nämlich diesen Himmelsbrenner Kommando Leuchtbarken droppen und dann kann man Folgendes damit machen. Zuerst müsst ihr natürlich vom Orbit auf Patrouillemission beim Grabschiff gehen, also genauso wie ich es jetzt gerade mache. Dann kommt ihr an und dann gibt es zwei Punkte, wo man den einsetzen kann. Ich zeige das mal kurz im Zeitraffer. Dein Punkt wäre hier an dieser Stelle, wie man sieht, aktiviere Himmelsbrenner Kommando Leuchtmarke oder es gibt noch einen anderen, der wäre hier weiter weg. An dieser Stelle hier. Wir aktivieren ihn jetzt mal hier und dann sieht man gleich, was passiert. Wir aktivieren diesen Himmelsbrenner, Schlüssel nenne ich ihn jetzt mal, haben den eingesetzt. Wenn wir jetzt zurück hier zu diesem Punkt gehen, sehen wir, die Kabale rufen ein Aufklärungsteam. Das heißt, die Kabalgegner rufen Verstärkung, die kommen hier mit dem Schiff mal runter. Die töten wir alle und wenn die dann tot sind, dann kommt ihr Big Boss. Man sieht jetzt da, die Tür geht auf und aus dieser schönen Tür kommt dann der Big Boss raus. Denn unten links steht, die Kabale rufen ihren Streiter. Hier gehen wir ganz kurz hier rüber. Das Tor öffnet sich. Kommen noch ein paar Feinde raus. Und Valus. Den müssen wir dann töten. Das machen wir jetzt auch gleich. Und wenn der gute Herr tot ist, wie man vorhin gesehen hat, dann kann man das hier aufnehmen. Und man bekommt Himmelsbrenner Einsatzcode, also einen anderen Schlüssel, den man an folgender Stelle einsetzen kann. Und zwar hier oben drin. Da oben drin hat es nämlich nochmal ein Terminal, und zwar dieses da. Hier müssen wir diesen Einsatzcode aktivieren und dann kriegen wir eine Questreihe. Die Quests, die wir hier dann bekommen, sind verschiedene. Entweder wir müssen Akolyten töten oder wir müssen Kabalgegner töten oder wie ich es jetzt hier habe, Feinde besiegen. Wir müssen einfach allgemein Feinde töten. Ist ganz abhängig davon, welcher Fraktion man angehört. Toter Orbit hat eine andere Mission als Kriegskult der Zukunft. Ich töte da mal kurz alle Feinde, mache einen Übergang. So und abgeschlossen. Jetzt kriegen wir natürlich eine neue Mission und zwar Phase 2. Das ist auch wieder unterschiedlich, ob man da beim Kriegskult der Zukunft ist oder beim Toten Orbit oder bei der Neuen Monarchie ist. Der Punkt, wo man hinrennen muss, immer ein anderer. Jetzt Phase 3. Ein hochrangiger Kabalanführer, den müssen wir töten. Das ist auch bei allen drei Fraktionen genau das gleiche. Auch hier beim Kriegskult der Zukunft, beim Toten Orbit oder der Neuen Monarchie müsst ihr bei allen drei Fraktionen an die gleiche Stelle und den gleichen Anführer töten. Hier sind dann die Missionen wieder genau das gleiche. Große Abweichungen gibt es so oder so nicht, von dem ihr seid nicht besorgt.
könnte einfach drauf und den Anführer töten. Und das wäre der Typ da hinten. Das machen wir natürlich kurz. Wenn der gute Herr tot ist, kriegen wir hier einen Sicherheitsausweis. Dann müssen wir den ganzen Weg wieder zurück zu dem Fenster, wo wir vorhin reingesprungen sind. Ich schneide das ganz kurz. So, dann wieder in das Fenster reinspringen, wo wir vorhin rein sind, um dann da das zu aktivieren. Jetzt können wir mit dem neuen Schlüssel zu dieser Tür hier und können die dann öffnen und kommen so an eine Truhe mit einem Fragment. Wie man sieht, so kommt man an ein Fragment mit diesem Sicherheitsausweis. Wenn das Video hilfreich war und wenn es gut war, dann lasst doch noch ein Like da. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video.